Hi. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen zusammenrücken. Ja, hey, Premiere zum ersten Mal. Christian und ich im Studio Karlsruhe. Im Real Life. Heute im Studio Karlsruhe. Heute ist Bad Hair Day bei uns, weil wir haben unser Buddy-Wochenende. Deswegen heute auch mal mit Kappe, weil sonst hätten wir das Licht ausmachen müssen. Ja, natürlich. Zum Friseur hat man keine Zeit mehr, deswegen. Nee. Gibt es heute grauen Bart und dicke Kappen. Ja. Aber nachdem unsere Frauen schon Angst hatten, dass wir uns am Wochenende jetzt, wenn wir hier das gemeinsam verbringen, nur Quatsch machen und nicht irgendwie Abwechslung haben, dachten wir uns, nachdem wir heute den ganzen Nachmittag PlayStation gespielt haben, brauchen wir einfach ein bisschen Abwechslung heute Abend. Und was ist da besser als mal eine richtig schöne kleine Runde Point-and-Click-Adventure? Das stimmt, ja. Und da haben wir gedacht, müssen wir mal online kommen und wieder ein paar grobe Pixel spielen, nachdem wir heute sehr viele feine Pixel gesehen haben. Ganz genau. Ich hoffe, der Sound funktioniert soweit. Aber ein Blick hier auf die Anzeige zeigt mir, dass es zumindest ganz gut aussieht. Ansonsten gerne melden. Hallo Heimfe. Hi Heimfe, grüß dich. Ja, die obligatorische Frage an dich, Christian. Lustigerweise, der Christian ist, wenn wir remote spielen, ist der Christian auch immer auf dem extra Monitor auf der Seite. Deswegen hat sich Christian heute auch hier hingesetzt. Und ich muss mich mit meinen Gesten gar nicht so arg umgewöhnen heute. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Deswegen, Christian, die Frage an dich. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Letzten Montag fiel es ja aus, weil ich krank war. Ich lag ja leider 3 Tage wirklich flach. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich habe Entzug einfach. Ich habe ein bisschen Videospieleentzug und da brauchen wir einfach Abhilfe. Und ich sehe jetzt gerade zum allerersten Mal, dass der Christian hier tatsächlich auf seinem Laptop nebendran ein Dokument hat. Ja. Das sieht man leider nicht wegen da, dem. Da, ist, ja, da hängt er. Jetzt sieht bisschen man. Schleichwerbung. Und ich sehe tatsächlich, dass der Christian hier ein Dokument drauf hat mit lauter Screenshots und Notizen, wo er alles genau dokumentiert hat und deswegen. Easy, Chronistian, der Name, der ist Programm, würde ich sagen. Ich gebe mir viel Mühe, da müsste eigentlich viel mehr stehen, aber ein bisschen was muss der Kopf ja auch noch leisten. Okay, Christian, ich weiß noch, letztes Mal sind wir entfleuchtet, mag ich mal sagen, und zwar ins ferne Irland. Und da waren wir in der Kneipe und wir haben schon viel mit den Leuten gequatscht in der Kneipe und dann hören meine Erinnerungen auf, wahrscheinlich auch die lange Unterbrechung, die Krankheit, die mich einfach geschwächt hat. Was ist da passiert? Wir haben gar nicht viel in Irland gemacht. Wir sind in Irland angekommen und haben gesagt, das ist eigentlich ein guter Moment für einen Cut. Wir waren in dem Patrick's Pub, wo wir jetzt gerade immer noch drin sind. Ja, hier sind wir noch. Und haben das zweite Bier für die gelbe Jacke ausgegeben. Richtig. Und haben angefangen, mit denen zu quatschen. Ja. Und das sollten wir jetzt, denke ich, auch genauso weiterführen. Haben wir nicht dem einen Typ noch ein Handtuch geklaut? Dem. Oder irgendwas? Haben wir dem einen Typ nicht irgendwas geklaut? Von Diebstahl weiß ich noch nichts, aber. Naja, Diebstahl ist ein hartes Wort, aber was haben wir hier oben im Inventar? Doch hier. It was a rectangle of towel. Doch, das haben wir dem einen Typ geklaut. Der war da irgendwie mit dem Ellbogen drauf. Und dann haben wir, glaube ich, drauf geachtet, wann er mal aufgehört hat und dann haben wir es ihm einmal weggezogen, glaube ich. Okay, sollen wir nochmal mit allen quatschen? Ja, genau. Okay, ich fange mal mit dem Almödi da hinten an. Wobei irischer Almödi heißt wahrscheinlich anders. Okay. What? What? Hier. Could you use this towel? I could, but it wouldn't be much use for anything else. Okay. Wir haben nichts Neues mehr, oder? Das heißt, dann sind wir mit ihm, würde ich sagen, durch. I'll see you later. See you later, Ellie. Also Gator. Mit dem Gelben haben wir schon gequatscht, hast du gesagt. Genau, mit dem hatten wir zweimal gequatscht und der hat schon ein Bierchen getrunken. Mhm. Hello. Der war aber. Oh, wir haben hier was Neues, schau mal. Neues Item? Was ist das? Doyle told me you definitely worked at the dig. Ah, bei der Ausgrabung. Genau. Patrick Doyle is a moron and a scoundrel. Even so, he saw you talking to Pegram. You can't prove that, mister. You can't prove that. Aber ich hab dieses Handtuch. Have you ever seen this towel before? Doesn't it belong on the bar? Very observant, Fitzgerald. Okay, er hat keinen Beweis. Wir haben wahrscheinlich hier auch nichts Neues mehr als Beweis. Wir könnten natürlich einen klassischen Elektroschocker Gag. It's a trick, isn't it? Damn it, you're right. I can't seem to fool anyone. Foreshadowing, ich glaube, es wird noch jemanden geben, den wir mit dem Teil mal irgendwie verarschen können.
Aber dann sind wir mit dem, glaube ich, jetzt auch erstmal durch, oder? Ja. Die anderen Gegenstände, die hatten wir alle schon. See you later. Der eine da hinten spielt. Den verrückten Fiedeltyp. Violine und. Das ist der Fiedel Castro eigentlich. Mit dem. Ich glaube, Barkeeper hat auch schon mal gequatscht. Listening. Er hört nicht zu. Barkeeper haben wir gequatscht. Mhm. Da sind noch zwei Typen. Excuse me, Mr. O'Brien. Mr. O'Brien. Hello there. Das ist der irische Herr Müller wahrscheinlich, der Mr. O'Brien, oder? Okay, soll ich den einen Typ dann direkt nochmal auf sein Handtuch ansprechen? Nee, oder? Nee, lieber nicht. Aber den anderen hier, den habe ich ja nicht geklaut. Sure, it's one of Leary's towels. Are you planning on stealing it? Wollen Sie es etwa klauen? Okay, aber sonst haben wir mit dem auch alles durch. Okay. Und dann quatsche ich nochmal mit dem anderen. Ich weiß es aber nicht, ob ich den aufs Handtuch ansprechen soll. Lieber nicht. Ja, lieber nicht. Am Ende noch auf die Schnauze. Hey? Hello there again, Mister. Okay, glaubst du, der haut mir auf die Schnauze? Also so stark sieht er jetzt gar nicht aus, oder? Aber nee, ich lass es mal. Okay. Oh, nothing really. Ah, sorry. Okay, Barkeeper, einmal noch. Einmal noch was machen, ja. Den könnte ich ja ansprechen auf das Handtuch. Oh, da gibt's ja noch ein paar andere Sachen. Guck mal. Do you know a man called Pegram? Indeed I do. Are you a friend of his, by any chance? Oh, sind wir ein Freund von dem? Pegram? Pegram? Das war der Typ von der Ausgrabung, oder? Oder? Ich würde eher nein sagen. Nee, Freund sind wir nicht. Oh no. I'm just trying to track him ja, down. Genau, das passt ja auch. Me too. That son of a bitch should be locked away. Okay, warum? Did Pegram stay here? That's right. In the best room in the house. That's the one with the bed. Can I see Pegram's room? It's been taken by one of the brothers from the reformatory. They come every year for spiritual refreshment. Okay. That's a good one. Their idea of refreshment is a gut full of stout. Spirituelle Erfrischung finde ich geil. Das machen wir doch auch gerade, oder? Spirituelle Erfrischung. Prost. I don't blame you, Mick. Das ist der einzige Beweis, dass wir hier zusammensitzen. Like alles andere könnte ja auch geschnitten sein. Es könnte cybermäßig sein einfach. Also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich glaube mit der modernen Technologie, do you know Sean Fitzgerald da geht very es wahrscheinlich. I know him enough not to sell him more than 2 pints. Mm. He's like a kid when he gets a few. Mit der Unreal Engine müssen wir demnächst gar nicht mehr sehen, überhaupt irgendwo sitzen. Yeah. Da werden wir komplett übernommen. He's just screwy. Ja, ich habe dem Christian vorhin auf der PlayStation 5 die Demo der Unreal Engine 5 gezeigt und der Christian ist ganz begeistert davon. Ich frage den nochmal aus wegen dem Handtuch. Ja, es passt so gut wie hier die Grafik. Sure you can. On one condition. What's that? You keep it away from old Ron. Who's Ron? That's him in the corner. With the hygiene problem. Okay, ja. Der Rest. Kann ich jetzt drauf ansprechen? May I borrow this towel? You can keep it. Okay, jetzt gehört es uns offiziell. Sehr geil. Thanks. Okay, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's ein Hinterzimmer. Ich versuch's einfach mal. Ich glaube es nicht, dass ich rein kann wahrscheinlich. Ich probier's einfach mal. Hey, where do you think you're going? Excuse me? No customers behind the bar. Okay. Ever. Also vielleicht schaffen wir das ja noch irgendwie dahinter zu kommen. Guck mal, hier vorne kann man was benutzen. Das ist das Telefon wahrscheinlich. Ja. Dann rufen wir doch mal die Wiese Nina. Nicole. Ja, Frage. Die uns immer so ein bisschen abblitzen lässt. Hallo, Claire. Nico? Who is this? It's me, George. Oh, hello, George. Where are you? I'm in Ireland. Ireland? What are you doing there? It's a long story. Any signs of our friend the clown? You're kidding. You probably never even heard of Lochmarne. Okay. Aber gerade Frage kommt hier von Heimfe, was ich auf der PlayStation 5 spiele. Also ich spiele gern so Action-Adventures. Also sowas wie Horizon habe ich jetzt gespielt, das neue Forbidden West. Das hat mir Spaß gemacht. Oder auch sowas wie The Last of Us. Ich spiele sehr gern keine Online-Games, also keine Multiplayer-Games, weil ich einfach nicht so gut bin und mir dann halt gar keinen Spaß macht. Und ich spiele auch mal ein Ballerspiel, aber dann halt jetzt nicht so ultra brutal schwierige Sachen. Ich habe mir beispielsweise Elden Ring gekauft, weil es alle so gehypt haben und bin halt mega frustriert, weil ich viel zu schlecht dafür bin. Und ich dann jetzt halt nicht immer jeden Monat 100 Stunden reinstecken kann.
Also ich spiele gern so, ja, so abgeschlossene Games, wo man mal in 30, 40, 50 Stunden ein Spiel fertig spielen kann. Und ich sehe das dann so als Projekt. Und ich habe immer so Phasen, wo ich dann auch mal viel spiele, vor allem im Winter. Wenn das Wetter nicht so gut ist, spiele ich sehr gern. Sommer ein bisschen weniger. Für mich ist das halt die Alternative zum Fernsehen schauen. Also ich schaue unter der Woche eigentlich kein Fernsehen, ich schaue auch keine Serien oder sowas an. Und für mich ist das dann halt, ich spiele dann halt lieber mal eine Stunde oder so. Ja, aber keine Angst, ich werde den Wolfgang demnächst mal in die Mario Kart Welt einführen, damit er auch mal was Richtiges spielt. Ja. Nicht so PlayStation 5 Quatsch. Okay. Ja. Aber ich habe sie heute zum ersten Mal gespielt oder überhaupt zum ersten Mal gesehen und ja, sind schon ein paar feine Sachen dabei. Also grafisch ist das schon was Feines. Okay, ich darf nicht. Wie heißt das, was wir heute gespielt haben? Take Two? It Takes Two. Das ist so ein kollaboratives Jump'n'Run Adventure Game. Das ist echt ganz cool. Ja. Ja, und uns auf Twitch direkt beliebt zu machen. Was haben wir gespielt? Fortnite? Und ich muss zugeben, ich hab's nicht gerafft. Ich glaube, entweder bin ich zu alt oder zu blöd dazu, aber. Mir ist es zu bunt. Mir hat es zu viele Farben. Also wenn es dann Pastellmodus gäbe, dann okay. Aber ich bin einmal unter die letzten 30 gekommen, weil ich keinen anderen Menschen getroffen habe. Weil er sich verirrt hat. Ich habe mich in einem Müllcontainer versteckt. Okay. Mit dem kleinen Jungen haben wir auch schon mal gequatscht, oder? Einmal kurz, ja. Fragt jeder noch was anderes. What do you want to know? Ey, guck mal. Was über der Ausgrabung? Are you sure Fitzgerald worked at the dig? Oh yes. It was him all right. Would I tell a lie? Well, he denies it. We saw them together only last night. Ooh. I wish you'd told me that sooner. What were they doing? Pegram gave Fitzy a box. Okay. He didn't look too happy about it. I knew it. But how am I going to persuade him to part with it? Break his fingers. Nah, I couldn't do that. I could. Thanks for the offer, kid, but I'll try a more subtle approach. Chinese burns? Ja, guter Punkt, was du sagst, Heimfe. Ich glaube, ich habe das nicht gespielt, A Way Out. Aber ich glaube, A Way Out ist von gleichen Entwicklern wie auch It Takes Two, wenn ich mich nicht komplett irre. Kann das aber leider nicht mehr sagen, wie die Entwickler heißen. Aber ich glaube, ich habe das in dem Zusammenhang irgendwann mal gelesen. Kennst du das, A Way Out? Hast du es gespielt? Und wenn ja, ist es gut? Okay, ich schaue jetzt mal, was ich machen kann. Ich kann den nochmal auspitchen über den Typ. Everything and everyone. So I shouldn't have any trouble getting him to talk. He's a pushover, but don't scare him too much. Try the soft touch. Butter him up a bit. Okay, schmieren Sie ihm Honig ums Maul. Probieren wir das direkt nochmal aus? Ich könnte den Jungen aber nochmal ganz kurz. What do you make of this kid? Hey, that's one of Leary's towels. He'll skin you alive. That old windbag doesn't scare me. Anyhow, I'm only borrowing it. You're pretty cool, mister. For an old guy. Was für ein Arsch. Okay, Okay, mister. Jetzt geh nochmal rein zum Fitzgerald und schmier dir ein bisschen Honig ums Maul, oder? Ja. Fitzgerald war der. Mit dem gelben Mäntelchen da. Oder was ist ein Mäntelchen? Jacke. Ist auch ein geiler Vorname, oder? Wie heißt du? Ey, ich heiße Thomas. Nee, ich heiße Fitzgerald. Was für ein geiler Name. Naja, meine Eltern wollten mich eigentlich Gerald nennen, aber dann dachten sie, boah, nee, Gerald ist ein bisschen zu gewöhnlich. Nennst du mich einfach Fitzgerald. Hello. Ja, die Namensauswahl ist schon echt. Maguire was says ganz he Feines. Saw you working at the dig. What's more, he saw you talking with Pegram. Oh. Ja. I knew this would happen. I knew I'd get caught. Just my luck. Grasped up by a delinquent and a dimwit. I need to talk to Professor Pegram, if he's still alive. What do you mean? Is he in danger? Yeah, you too, if I'm right. You're not in the Social Security. Hell no. What makes you think that? Well, I was claiming benefit at the same time I was working for Pegram. I'm not in a position to make judgments, Sean. That's between you and your conscience. All I want is to talk to Pegram about the gem. But he's not here! I know that. But he left that package with you, didn't he? Nicht abstreiten. Nicht abstreiten. Einfach, hast du eine PS5 zu Hause oder spielst du auf einer PS4? Ja, also ich finde das Game Way Out, dann werde ich mir das auch mal anschauen, weil ich fand jetzt so gerade diesen kollaborativen Ansatz von It Takes Two fand ich echt ziemlich cool. Das macht echt Spaß. So where did Pegram go? I don't know. I swear it. Und es ist auch super witzig. He came to see me early this morning,
Said he was leaving. Okay. Er überlegt noch. Er überlegt immer noch. He asked me to give this package to a guy called Markey. Hm. Wo ist das Päckchen jetzt? Show me what's in the package, Sean. I can't do that. Why not? I promised the professor. So what? You didn't have any qualms about your benefit scam. So where's the harm in taking a peek inside Pegram's package? You don't know these people. I can't. I don't dare. Traut sich nicht. Also Heimfer ist ein Mix aus uns beiden. Der hat eine PS5 und eine Switch. Aber Heimfer, herzlichen Glückwunsch zur PS5. Wen musstest du denn einschüchtern, dass du die bekommen hast? Also ich weiß gar nicht, habe ich dir beim letzten Mal erzählt, die Geschichte? Ich habe neulich einen Termin mit einem Kollegen gehabt. Ich war letzte Woche einen Termin mit einem Kollegen gehabt. Und er sagte, Wolfgang, können wir ganz kurz 10 Minuten Pause machen? Ich sage, ja klar, warum? Und dann sagt er, ja, ich habe gerade ein Golden Ticket für eine PS5 bekommen. Und er hat sich bei Sony registriert. Und da kannst du dich registrieren und dann kriegst du irgendwann, wirst du mal ausgelost. Und da bekommst du Golden Ticket. Das ist irgendwie für 90 Minuten gültig. Und in dem Zeitraum kannst du eine PS5 bestellen und dann kriegst du die am nächsten Tag, glaube ich, schon gehabt. Und es ist total im Glück. Echt geil. Ja, herzlichen Glückwunsch zur PS5. Ich hab die schon relativ lange. Ich habe die seit 2 Jahren schon. Ich habe die ganz am Anfang bekommen, viel Glück gehabt. Und habe da echt ein paar echt coole Spiele gespielt. Ja, ich wollte die auch haben, aber ich habe halt gesehen, wie groß die ist. Und dann wäre halt das ganze Wohnzimmer voll. Alter, du brauchst größeres Wohnzimmer. This is your last chance to show me the package, Fitzgerald. Your last chance. I've been patient with you, but now it's time to kick ass. But he'll kill me. Who will? The man from Paris. Jack Marquet. Pegram told me if I gave him the package unopened, I'd hear no more about it. But if I double-crossed Marquet, I'd be dead. Ja, ist mir egal. I'll deal with Jacques Marquet. Er nimmt sich immer so diese Bedenkzeit. No, why should I trust you? I don't know who to trust anymore. Ja, natürlich, klar. I wish I'd never even heard of the Lochmarne gem. Privatermittler aus Amerika. Oh oh. Ich habe eine Visitenkarte, wo Polizist draufsteht. Ja. Ach geil, guck mal, der Heimfeld, der hat ja auch so ein Ticket bekommen. Golden Ticket. Richtig cool, hey. Glückwunsch. Also, ich bin echt super, super happy damit. Wie viel hast du vorhin gesagt, wurden verkauft? 5 Millionen erst? Ich habe gelesen, dass wohl 5 Millionen Stück verkauft wurden erst. Hey, I just seen a big red. Was halt echt wenig ist. Oder was steht da? Also, da steht 10 Millionen im Internet. Ja. Bis zum 18. Juli 2021 wurden mehr als 10 Millionen verkauft. Ah, dann sind es vielleicht 15. Get 10, 15. Out. Noisy little tyke. Maybe you should send out some medicinal brandy, Michael. Oh, yes. Seit dem Verkaufsstart 17,3 Millionen PS5. Not me. Und im dritten Quartal 2021 3,9 Millionen. Ja. Also Spieletipp, Heimfe, wenn du auch ein bisschen auf Action-Spiele spielst, die jetzt aber nicht so ultra brutal sein müssen, dass man wahnsinnig wird. Ich habe mit ganz viel Freude Deathloop gespielt. Das habe ich Anfang des Jahres oder als es rauskam, habe ich mir das gekauft. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Dauert nicht so krass lang, das waren so 25 Stunden vielleicht oder vielleicht auch 30. Auch so ein, wie soll man sagen, so ein Roguelite-Spiel, aber ist nicht sowas wie Dark Souls, wo man irre wird, wenn man kein anderes Leben mehr hat, als man nur spielen kann. Sondern kann man echt bequem spielen, ist cool gemacht, coole Story, toller Humor, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ja, und Platz 8 der Charts aktuell, der Landwirtschaftssimulator. Geheim, hey. Also ich gehe da mal raus. Ha? Na sorry, wenn ich keine Ahnung habe, irgendwas muss ich doch auch beitragen. Landwirtschaftssimulator, wer spielt denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber auf Platz 1 ist Lego Star Wars, okay. Mhm. Also wir müssen damals noch ein bisschen weiterkommen, Christian. I was telling the truth about Fitzy, mister. Okay, okay, calm down. Now tell me what happened. I was standing here, minding my own business, when I saw this beautiful red sports car coming up over the hill. Nice. Okay, good. Would you look at that, says I. And I going over to take a closer look. Comic-Sachen sind so geil gemacht. Fitzy comes tearing out of the pub. And nearly knocks me on my ass. But the car just
flies at him. It's okay, too fast for poor old Fitzy. And ate him an awful wallop. He goes flying up on top. Alter, wie absurd ist denn das? Wer war das jetzt? And I couldn't believe my eyes. Okay. He was dressed like a bloody pixie. Der war verkleidet als Clown. Okay. Also jetzt mal über den Fizzy. Did Fitzgerald drop anything when he was hit? I didn't see. It all happened so fast. Okay. Was geht hier noch? Did this pixie have a scar on his cheek? I couldn't see. He was wearing a stupid mask. Are you a special agent? Sorry to disappoint you, kid, but I'm not. Yeah. Also Heimfeld, bin ich mega gespannt, was du zu Deathloop sagst. Das fand ich richtig cool. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, 2, 3, 4 Stündchen, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber dann hat es so Klick gemacht und ich fand es von der Grafik echt cool gemacht. Ich fand es vom Sound cool. Ich fand die Spielidee gut und die Story. Und es hat echt mega motiviert und echt Spaß gemacht. Wäre auch ein Spiel, was ich sicherlich nochmal irgendwann mal durchspiele, wenn ich wieder vergessen habe, was passiert ist. Und Tiny Tina's Wonderland. Das schauen wir mal an, das kenne ich nämlich nicht. Der Christian hat es hier schon auf dem 4. Monitor drauf. 1, 2, 3, 4, 5 Monitore haben wir nur hier. Have you ever seen anyone wearing one of these? Da geht noch was. Das ist aus Studio Karlsruhe. The killer clown you're looking for. That's right. Can I have it? Sorry, I'm keeping this as evidence. You should run tests on that, mister. Yeah. You could identify the murderer with a sample of his snot. Yuck. I don't think so. Snot. Okay, wir haben aber mit dem Bub auch schon über alles later, gequatscht. Kid. Okay, Mister. Jetzt schau ich mal, ob ich irgendwo hingehen kann. Dafür lässt du dich für Christian in Mario Kart einführen. Jo, da wartet er schon drauf, der Christian. Oh ja, das wird gut. Aber ich sag mal, der Christian fährt jetzt echt mit der Bahn durch die halbe Republik, um mich hier zu besuchen. Und was bringt Christian nicht mit? Seine Switch. Just saying. Okay, was haben wir denn hier? Ich enthalte mich. Hi, do you speak English? Well, no. What if I was to say no? An implication of cognizance shrouded in denial. Gibt's Irländer, die kein Englisch sprechen? Ja, Irisch vielleicht nur. Vielleicht kein Amerikanisch. It was a killer. Are you attempting to hypnotize me, or is it the constipation you're suffering? I was a little out of practice. Okay. Nächste Woche steht auf jeden Fall mal wieder ein kleines Mario Kart Turnier an. Have you seen Professor Pegram? Ich habe ein paar Strecken wieder gut geübt. Do you happen to know where? Muss man mal loben. Ein paar Schwachstellen. Ja. Yeah. Okay. Do you think Pegram's disappearance is due to the curse? Look at the facts. He dug up the gem. He disappeared. Bingo. It doesn't take a degree in mathematics to work that one out, does it? You don't have to be a smarty Pythagoras with a calculator. I guess not. Yeah. Pegram has run off with the gem. Okay. Have you seen the red sports car? Did you happen to see a red sports car down on the road? I caught a glimpse of a flash of red on the hill and heard the racket. Sure, it was an awful noise. A sports car, you say? A Ferrari, to be exact. A racing car? And what was it doing here? The poor fella must have been lost. The driver of the Ferrari was involved in an accident. Is that so? Yeah, he knocked somebody down outside the bar. What an idiot! How could a thing like that happen? He was traveling too fast. So fast, he ran right under the car? I mean, the car was traveling too fast. But you'd have thought the idiot could have heard it coming. Maybe you know the guy who was hit by the Ferrari. His name is Sean Fitzgerald. Oh, I know him all right. Uh-oh. That's me nephew, the idiot responsible for the stacking of my hay cart. Was he killed by the car? Oh, no. But he has been abducted. Well, that's a relief. Das ist auch so eine Übersetzung, oder? Ist er gekillt worden? Ja. Und die Übersetzung ist, hat ihn erwischt. Ja, Spätschicht ist kein Problem. Spät passt mir immer ganz gut. Dann kriege ich keine Probleme mit zu Hause. Say, it's too late. Well, you could report the matter to the police. Better not. Besides, what could they do? Well, they could mount a search. They have only the one bicycle between them. In a question of superior acceleration, I put me money on the Ferrari. Okay.
Okay. I think you ought to know exactly what Sean has gotten himself into. I'm not sure I want to know. But you're his uncle. His own flesh and blood. You're right, but what can I do? If I'm not here to guard it, some idiot might try to climb the haystack. What a moral dilemma. Stay here and guard this potentially lethal agricultural construction. Or go off in search of the prodigal nephew, the very man responsible for said hazard. It'll need some thinking about. Also dafür, dass das so schlimm ist, dafür sieht er noch sehr, sehr entspannt aus mit seinem Bruder. Der sieht da sehr entspannt aus. Der sitzt da und so richtig ernsthaft ist. Und der guckt ja nicht mal ins Gesicht beim Reden. Aber das ist vielleicht aber auch so die irische Mentalität. Also warst du vielleicht schon mal, war der vorher im Pub schon. Ja, warst du schon mal in Irland? Nee, noch nie. Ich auch noch nicht. Aber vielleicht ist es ja die Mentalität. Und wir erkennen das nur nicht, weil wir halt noch nie in Irland waren. Aber ich würde sagen, wenn ich mal so eine ganz ruhige Phase habe, mal so ein bisschen Entspannung brauche, würde ich wahrscheinlich nach Irland fliegen, mal so 2 Wochen über den Shannon River einfach mit so einem kleinen Bootchen tuckern. Aber ich glaube, da braucht man einen Bootsführerschein, je nach Größe. Ja, wobei für die Einreise in Irland brauchst du keinen. Okay. Brauche ich einen Pappführerschein. Guck mal, jetzt haben wir ihn weggelockt. Können wir ein bisschen Stroh klauen? Ich wollte es gerade sagen, wir haben versprochen, wir passen drauf auf. Idealerweise, um nicht drauf aufzupassen. Jetzt. Verwechselst du auch immer Stroh und Heu? Stroh ist das Grobe, oder? Mhm. Und Heu ist das Feine. Genau. Also wenn du dir einen Hasen hältst... Beim Pony ist Stroh zum Einstreuen und Heu ist zum Essen. Ja, ich wollte gerade sagen, beim Kaninchen wahrscheinlich auch, oder? Stroh. Ja, ist bei allen Tieren dann so. Ja. Wobei, also einem ganz kleinen Hamster vielleicht, da hast du ja auch Heu zum Einstreuen. Ja. Weil das Strohpixel im Arm hast. Also wenn man mit der Freundin auf den Heuboden geht oder auf den Strohboden, das macht dann schon einen Unterschied. Boah, ich glaube, egal ob du auf dem Heuboden oder auf dem Strohboden bist, das juckt danach überall. Das ist richtig, ja. Guck mal, ich komme da nicht hoch. Kommt aufs Alter an. Aber wir haben hier geile Sachen, zum Beispiel dieses Teil. That is not a good Junge. Idea. Ich dachte, das hätten wir verwenden können. Also ich wette, bei Lucas Art Adventure naja, das funktioniert. Mit dem Seil einfach. That is not a good idea. Ich habe eine Idee. Wir nehmen das Seil und wir kompilieren es mit dir. No. That is not a good idea. Okay, dann müssen wir es uns vielleicht merken. Above my head was a gap in the wall where the massive stones had fallen away. Also wir müssen da irgendwie durch, aber wir brauchen noch irgendwas, um da zu enterhaken oder eine Leiter oder so. Aber von dem Inventar hier oben geht nichts mehr, oder? Nee. Nee, fällt mir auch nichts ein. Nee. Also müssen wir wieder runter. Verdammt. Schade. Also, To-Do. Strohballen. Ja, bei den Strohballen, da müssen wir irgendwie drüber. Ballen. Aber drüber springen. Okay, guck mal, hier ist die Tür in dieses Gemäuer. Und da können wir auch noch nicht durch, denke ich. Ah. Klugscheißer-Modus. Heu ist getrocknetes Gras, Stroh sind getrocknete. Pushing with all my strength got me nowhere. Okay. Interessant, das war mir gar nicht so klar. Ich dachte halt, dass das eine ist das Feinere und das andere ist das Gröbere, aber dass man es so differenziert, dass Heu getrocknetes Gras ist und Stroh die Weizenhalme. Ja, cool. Ja, ist die Bildungssendung hier. Hier kommen wir nicht rein, wir müssen drüber klettern, um da reinzukommen, okay? Aber wir haben gerade nichts zum Klettern. Wir haben jetzt nichts. Hier geht's nicht weiter. Das nehmen wir mal als Info hier mit auf. Ja. Falls wir mal einen Podcast über Gras, Stroh und Heu machen. Ja, ich gehe es da nochmal vor. Okay. Also, dann komme ich da wieder raus. Kann ich hier hinter? Nein. Kann ich irgendwie in die andere Richtung? Hier ging es ja noch runter. Kann ich das Teil vielleicht öffnen mit dem Gulliheber? Oh, er kann es nicht öffnen. But it was locked from the inside. Sie ist von innen verschlossen, das heißt, wir müssen von innen rein. Ja, vielleicht kann ich sagen. The workman's key was the obvious tool to use to open this trap door. Ja, ich glaube genau, it was das specifically haben wir designed for a job like this. Verdammter Unfortunately, there weren't any holes in the trap door. Junge. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Puh. Kannst du vorne an das Loch noch dran? Ist das ein Hotspot? Ja, das ist ein Hotspot.
Ich öffne. Ich versuche zu öffnen. Was sagt er? Es klemmt. I took hold of the grating and pulled hard. Können wir das mit dem Schlüssel machen? Probieren wir Klemme aus. Give me a second. I tried to use the keys to lever up the grating, okay. But that wasn't going to happen. So, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen, mit dem Rücken weh. Ah, verdammtes Alter. Okay, also, da kommen wir nicht durch. Was haben wir denn hier? Über Alter diskutieren wir jetzt nicht. The plastic cover had been smashed by the Pixie's car, revealing a switch. Können wir mit dem Kasten an der Wand was machen? Ja, guck mal, hier, revealing a switch. Da steht dran, es ist ein Switch drin. I pushed the switch down, but in doing so it snapped off in my hand. Okay, jetzt habe ich was. Einen neuen Gegenstand. Nee. Ich klicke nochmal drauf. It was impossible to return the switch to its original position. Vielleicht jetzt mit diesem Stab? Also ich habe diesen Schalter jetzt betätigt und er ist abgebrochen. Und er kann ihn nicht mehr in die ursprüngliche Position zurückpacken. Ich guck's nochmal an. The plastic cover had been smashed by the Pixie's car, revealing a switch. Also den Switch haben wir gedrückt. Jetzt gucke ich mal, ob das vielleicht aufgeht. Ah ja, okay. Stimmt. Vielleicht war das ja mit dem Knopf. I tugged at the trap door, nee, das ist immer noch verschlossen. Okay. Was könnte das dann sein? Da gehen wir doch nochmal rein. Ich scanne das nochmal alles ab. Ah, guck mal, da wo der Fitzgerald lag, da ist nichts. Dachte, dass da was auf dem Tisch liegt, aber da kommt nichts ran. Ich spreche nochmal mit dem Typ hier. Excuse me. Ob der vielleicht jetzt was weiß. Yes, sir? Nee, guck mal, der weiß nichts. Nichts Neues. Also hat der Schalter drin nichts bewirkt. Ich dachte, es macht irgendwas drin, vielleicht Strom aus, oder? Ja. Irgendeine. Ich habe den Schalter abgebrochen. Soll ich nochmal die Frau anrufen? Vielleicht die Nicole? Wir haben doch nichts Neues jetzt erfahren. Doch, der Typ ist tot. Hallo? Max, interessiert sie. Hallo, Gula. Nico? Nico? It's me, George. Are you okay? Ich habe dich vergessen. Yes, of course I am. Well, take care. I'll be back soon. Yeah, thanks for calling, George. Any signs of our friend the clown? You're kidding. He probably never even heard of Lochmarne. Ah, oh, fuck, ja, guck mal. Danke, Heimfür, danke. Ey, es ist einfach, wir haben zu viele Videospiele heute schon gehabt. Das ist ein neuer Charakter. Ja, stimmt. Der Typ, den wir am Heuwagen getroffen hatten. Hello. Hello there. Let me introduce you to my pals. We've already met. Ganz anderes Thema, Heimfür. Warst du schon mal in einem Live-Escape Room? Oh, it's just terrible, awful. It's the worst news I heard all day. Stop the bad news, all right, for this week and the next. The whole year? It's worse than that. It's the worst disaster in living memory. Isn't it the biggest calamity in the history of the village? I would say it's the biggest in the history of Ireland. The most awesome disaster since mankind paddled out of the primal plop. There's no beer. Es gibt kein Bier. Is a glass of beer more important than a man's life? Were you talking to me? To all of you. Sean Fitzgerald has met with God knows what, and all you can do is drink. Sean has gone for a ride in a flash car, that's all. Why don't you calm down and join us? What about Sean? Why aren't you out looking for him? There's no point in launching an ill-equipped expedition to save the lad. In a life-or-death situation, preparation is essential. That's why I slipped in here. For a point. Wir überlegen noch, ob wir morgen in so ein Escape Room gehen. Wolfgang hat das schon mal gemacht, ich noch nie. Ja, ich habe das schon mal mit Kollegen, haben wir das schon zweimal gemacht, so als Team-Event. Das war mal ganz witzig, wir haben es auch immer geschafft, aber da war auch, also ich sag mal Preis-Leistung, also wir haben die Zeit schon gut genutzt. Okay, jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Mit dem haben wir gequatscht. Do you have any use for this towel? I suppose I could squeeze it out into my glass if I was desperate enough. Okay, das ist keine gute Antwort.
Ich frage ihn mal. Does this false nose mean anything to you? You're a circus clown. No, but I got this from someone who disguised himself as a clown. Is that a fact? Why did you do that now? He's a psychotic killer. I think he may be connected with Pegram's disappearance. Okay, Ich klicke die mal kurz zurück. I wouldn't trust him. His eyes are too close together. He's not a friend of yours, is he? Oh no, far from it. Sicher auch ein ganz schlimmes Sternzeichen. I believe it's the face of a killer. I knew it. Piggy eyes. Can't trust him. Okay. Do you know anything about this piece of wire? It looks like a handmade snare. Yeah. Okay. Do you recognize the name on this card? I can't read that little writing. It says Thomas Merlin, Gruber Electronics. Is that your name, Tommy Merlin? No, but what a great stage name. It had what my high school hypnosis act had lacked, style and class. For a few seconds, I bathed in spotlights on a thundering tide of applause. Tommy Merlin. Hypnotiseur. Are you all right? Geile I'm fine. I just remembered something. Vielleicht machen wir mal einen Mentalist-Stream. Ja, ja. What do you make of this matchbook? Seems ordinary enough to me. Does this tool mean anything to you? No, it doesn't. Is it used on sheep? No, it's for lifting the covers off drains. Okay. Never. How? Well, the end of the tool fits into the hole in the cover. They'd slip out. Angles are wrong. You'd never do it. I have. I did it in Paris. Okay. Would you like to shake my hand? What is this? I don't do that male bonding stuff. Okay, I glaube it's what do you make of this tissue? That is a very unpleasant object indeed. Yes. Okay, I gotta go. Bin es ein bisschen mit dem Latein. It's the end. Ich habe auch keine Idee. Wir müssen noch. Also, wir haben nur das Tutorial. Wir müssen den Strohhaufen hoch und irgendwie da drüber kommen. Ja. Ansonsten, da hinten in die Tür kamen wir nicht mehr da rein. Da kommen wir noch nicht rein. Wir müssen eventuell irgendwo nach unten, weil unten ist ja das Gitter verschlossen. Sonst ich glaube, da kommst du da hinten rein. Ja, aber ich habe keine Idee, wie wir den ablenken, dass wir da irgendwie reinkommen. Ich weiß es auch nicht. Excuse me. Yes, sir. Jetzt nochmal. Aber da geht jetzt auch nichts Neues mehr, ne. I don't want anything. Just give me a shout when you do. Wir könnten mal nochmal mit dem Jungen draußen quatschen. Oh, oder ich habe eine Idee. Ja, bisher ist Irland nicht so ergiebig. Wir sind nur am Hin- und Herlaufen. Ich habe eine Idee, Christian. Zuerst mal, da gab es gerade nochmal einen Spieletipp vom Christian. Vom Heimfer. Vom Christian, der sitzt hier. Vom Heimfer, genau. Das Spiel We Were Here. Das kannst du mal vielleicht notieren, das gucke ich mir nachher gerne mal an. Ich habe gerade im Inventar gesehen, dass wir Draht haben. Vielleicht kann ich den Draht hier reinstecken und da was kurz schließen. Guck mal! Nee. Ach, schade. It was impossible to return the switch to its original position. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ist der jetzt abgebrochen, als ich den umgeschalten habe? Oder ist der. But it was much too cumbersome for the job. Okay, ich brauche irgendein kleines Werkzeug. Ah, mit dem. Nee. Irgendein kleines Werkzeug, Christian, brauchen wir noch. Ein kleines Werkzeug? Der Dinger hier ist zu groß, der Teil. Mit dem kann ich den Schalter nicht umlegen. Mit dem Draht geht's auch nicht. Müssen wir irgendwas suchen und finden. Aber wo? Einen kleinen Stock vielleicht? Ein Stöckle? Hey, Maguire! What do you want to know? Weil tausche das gegen Werkzeug. What do you think this tool is used for? Lifting drains. Dead right. How did you know that? Work experience course at school. It gives me a choice of going down the drains or up the chimney. You're kidding. Das ist. What do you think this wire could be used for? Stealing cars. There's only one problem. The local policeman? No. Nobody in Lochmarn has got a car. Du meinst da hinten drin die Wand hoch? Ich hab's probiert. See you later, kid. Ich hab gedacht, ich kann mich damit vielleicht hochziehen, aber es hat leider nicht funktioniert. Also entweder haben wir es falsch gemacht oder es ging nicht, aber ich hab's auch. Wir haben alles probiert. Ja, aber ich geh auch nochmal dahinter. Ja, irgendwas muss da ja gehen. Das
Bisher ist die Szenerie so ein bisschen langweilig. Ja, was gibt's denn noch? Also, ich guck mal das Teil nochmal an. Da kletter ich dann hoch, oder? Okay, er klettert hier hoch. Und jetzt kommt er nicht hoch. Kann ich vielleicht mit dem Werkzeug in so eine Ritze reingehen? Nee. Weißt du, ich dachte, weißt du, vielleicht kannst du den Metall hier zu den Pflanzen oder oben rein also, und dann kannst du es rumhebeln. Der einzige Hotspot ist oben in der Mitte. Ich mache hier nochmal millimeterweise, also pixelweise wird nochmal gescannt hier. Hier ist nichts. Hier ist nur hier unten. Oben ist nur die Mitte. Hier ist nur die Mitte. Und da kannst du... Ich kann mal draufklicken. Dann rutscht er ab. Prinzipiell kann man Items kombinieren. Above my head was a gap in the wall, where the massive stones had fallen away. Okay, das ist einfach das Gap. Ah, ich habe nochmal draufgeklickt, verdammt. Okay, aber probieren wir mal aus. Also, was, ich habe dieses Teil. Ich klicke es nochmal an. That is not a good idea. That is a good idea. It's an awesome idea, mein Freund. Du hast vorhin schon den Draht mit dem ja, Ding kombiniert. That is not a good idea. Schlüssel und Handtuch. Okay. No. Nee, no. Nicht. That is not a good idea. Und nur mal das Handtuch. No way. Auf gar Alter, keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es ist ein Handtuch. Wir sprechen über ein Handtuch. Mhm. Sonst gibt es hier nichts. Ich schaue nochmal ganz genau. Ich finde es ein bisschen schade, denn bis dahin lief das eigentlich jetzt gerade alles echt ganz gut. Wir haben jetzt alle Gegenstände, die irgendwie Sinn machen, da probiert. Vielleicht können wir noch die Schminke hier probieren. That is not du kannst ja mal alle idea. Durchprobieren, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, aber es ist halt ein Adventure. Ja, aber auch das Teil. Nee, aber bis jetzt war das alles sinnvoll. No. Ja, guck mal, der Rest macht aber keinen Sinn. Also das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist nochmal mit den ganzen Leuten zu quatschen. Haben wir noch zwar mal. Schon gemacht, aber vielleicht gibt es noch irgendwas Neues. Oder irgendwas finden noch. Ist da noch, liegt da irgendwas rum? Vielleicht finden wir sonst auch noch irgendwas. Bei Simon the Sorcerer gab es ja auch so ganz kleine. Ich guck bei den Wagen mal an. On the back of the cart was a crazily stacked tower of hay bales, leaning precariously against the castle wall. Ja. Da links hängt so ein Ding runter. Können wir das vielleicht irgendwie nehmen und oben drauflegen? Wo? Links? In der Mitte da? On the back of the cart okay, das ist alles nur der Karren. Ist nichts Einzelnes. Ich dachte, da kann man vielleicht so einen Ball nehmen und oben draufschmeißen. Ja, die hätten wir in Höhe. Ja, vielleicht kann man auch sagen, hey, wir nehmen jetzt das Teil und wir ziehen da eins raus. Nee. Zuckt okay. Da nur mit den Schultern. Dann ist hier diese Burgtür. Guck's auch mal an. The gates were made of solid, age-blackened wood. Okay. Und hier geht's dann aber auch nicht mehr wirklich weiter. Und mehr, also mehr Szenerie gab es da überhaupt nicht in ich Irland, hab noch oder? Kein, ich habe noch keine gesehen. Okay, also wir sind uns einig, dass wir in diesem Screen nichts mehr machen können, oder? Ja. Oder? Mhm. Okay. Schade. Ja, schade. Schade, schade, schade. I'm hungry for Erfolgserlebnis. Right here, right now. Huhuhu. Ey, wenn wir jetzt bald nichts weiter finden hier, dann fange ich an zu singen. Oh nee. Ich kann für nichts garantieren. Kein Singstar heute. Also, hier ist nichts. Karaoke-Pot. Ja, Singstar habe ich übrigens auch für die PlayStation Heimfe. Das heißt nicht mehr Singstar, das heißt jetzt Sing Now oder Sing It heißt es, glaube ich. Und da kannst du halt mit deinem Handy kannst du singen. Also du kannst es dann über WLAN koppeln bei der PlayStation und dann kannst du das Handy als Mic nehmen. Das ist echt ganz lustig. Also für Silvester oder für Partys oder so. Ja, aber es wird nur mit Alkohol empfohlen, ansonsten ist das nicht spielbar. Ja, das war mein erstes Corona-Silvester mit meiner Freundin. Da haben wir Sing It gespielt. War sehr lustig. Wir spielen an Silvester immer Exit Games. Aber ich singe halt auch unglaublich gut. Okay. Ich probiere es hier nochmal. Vielleicht geht es da jetzt irgendwie. Dieses Loch da unten ist auch. Es ist ein Hotspot. Das Loch ist ein Hotspot. Ja. Das Gitter, der Hebel, irgendwie, da muss mehr sein. Kann nicht sein.
Also ich blick's leider nicht. Also ich würde sagen, ich schaue jetzt nochmal da rein, ansonsten müssen wir kurz in die Komplettlösung reingucken. Also jetzt irgendwie 2 Stunden zu versauern an der Stelle, wo ich nicht weiterkomme. So viel Ehrgeiz habe ich dann auch nicht. Okay, gehen wir nochmal zu dem Assi. Hello again. Sonst, wenn du noch Ideen hast, immer her damit. What? What? Bei dem gibt's auch nichts Neues. Nee. I'll see you later. I'll see you later, but only maybe. Okay, der Wirt, den hatten wir auch schon. Excuse me. Yes, sir? Da geht aber auch nichts mehr bei dem Neues, oder? Nee. I don't want it. Just give me a shout when you do. Yes. Mit dem Typ nochmal? Hey. Hey. Hello there again, mister. Ah, guck mal, hier gibt es noch. What do you know about leprechauns, Doyle? Leprechauns? Huh? Is it the little people you're talking about? Ein geiles Wort, der leprechaun. A cousin of mine was wed to one? Oh, come on. Do you really expect me to believe that? It's the truth, I'm telling you. She fell asleep. Yeah. On a fairy ring, see? When she woke up, there he was. Ganz a little fella. All in green. Yeah. Okay, erzähl mir mehr vom Leprechaun. Tell me more about your cousin and the leprechaun. Oh, no. Well, young Mary was speechless. Especially when the leprechaun up and spoke to her. Be my bride, me darling, says he. And she'll never want for riches again. Okay, sieht aber aus ein bisschen so dieser Volksaberglaube in Irland, oder? Mit dem Leprechaun. So there you are. So Kobolde. Also ein bisschen wie Island mit den Elfen und Kobolden auch. Nee, Kobolde nicht. Ist das sind Elfen, oder? Island sind Elfen, ja. Not so. The following spring. Also das ist Beweis genug für mich. Did the leprechaun's promise come true? What promise was that now? That she'd never want for riches again. Now, there's the strangest thing. She never did. I thought you said she was claiming the social battle. Indeed, Mr. O'Brien. But there's riches and riches. She told me, Pat, she says, that little darling boy is all also, dann ist sie doch reich geworden. Alles funktioniert. Okay, ich rede nicht mehr auf das. What do you think of this towel? Now, there's a fine piece of cloth, if ever I did see one. Such craft must surely come from linen cupboards of the Vatican itself. I found it on the bar under your elbow. I thought it looked familiar. Okay, aber jetzt haben wir den durch, oder? Ja, quatschen wir mit dem Barkeeper. Bye for now. Ja. Yeah. Okay. Excuse me. Hast du den Leprechaun am Start? Aber da geht auch nichts mehr mit dem. I don't want anything. Just give me a shout when you do. Okidoki. Der Typ da hinten, den check ich nochmal auf. Excuse me, Mr. O'Brien. Hello there. What now? Ah, have you seen the red sports car? The boy told me Fitzgerald was driven away in the car that hit him. Maguire is always spinning wild yarns. I don't know where he gets them from. Television, I expect. Ja, das Television, hey, das versaut uns alle. Das ist auch schlecht für die ganzen Kids und so. Das ist nicht gut. McGuire's tale about the car sounds quite plausible to me. He says the driver was dressed like a leprechaun. That boy has a head full of fluffy toys. Kannst du nochmal den Barkeeper? Goodbye for now. Ja? Gehen wir zum Barkeeper? Ich hab mit ihm doch gequatscht schon. Oh, was Excuse ist das? Me. Yes, sir? Warte mal, hast du gesehen? Nee. Da war gerade ein Zahnrad. Just give me a shout when you do. Hier. I was about to reach for the pump when I came to my senses. A rash move like that in a strange country with strange customs could be my last. Okay. It was an electric pump operated by pushing a small lever. Ah, die über einen kleinen Schalter betrieben wird. Okay. Nochmal drauf. Ah, ich habe ein Bier jetzt. Okay. Okay. Boah, das ist so klein. Nochmal?
Mal kurz. Nee, es wird auch nicht größer. Also, ich schau's mal an. The glass contained a dark liquid like molasses with a creamy white froth on the top. Also, das ist ein trink mal leer, dann hast du ein bisschen Pegel. The glass contained. Trink das leer? Ja. Ich geh neues. Genau, jetzt brauchst du neues. Somehow I'd managed to drink the thick sweet brew. I felt strangely compelled to order another, even though my every instinct warned me against. Boah, aber das ist so klein. Hast du das echt gesehen, dass es weniger wird? Mhm. Das waren drei Schlücke. Wow. Yes, gute Augen. Dann bestell dir noch ein neues, oder? Ja. May I have another beer, please? Certainly, sir. Same again? Yeah, please. How is this stuff made? That's the secret of the master brewer, sir. The master Each brewer. Barrel is lovingly manhandled in time-honored fashion, suspended on skillfully tied ropes of the finest hemp, lowered into the cellar, utilizing the forces of original gravity, like manna from heaven. The manna from heaven. I'm sorry, but the pump appears to be broken. Ah, das ist gut. Das war der Schalter. Das ist der Schalter, genau. Und den müssen wir jetzt reparieren. Weil ich glaube, wenn wir sagen, wir können ihn reparieren, können wir bestimmt durch die Tür hinten. Ja, wir können das sagen. Wir haben nämlich diese Visitenkarte. Genau, richtig. Was für ein Zufall. Well, no. Isn't that marvelous? It's marvelous. Here's a house bedeviled with faulty wiring of a wayward nature. Here's you, an electric man, with a little plastic card to prove it. I still want to see what you can do before I let you touch me beer pumps. You can make a start on the glass washer. Ah, Spülmaschine. Yeah! Ja, klar. Machen wir. Da irgendwas nehmen wir aus dem Inventar und reparieren die damit. Entweder die... When you finish that, das Werkzeug. Entweder das Werkzeug oder der Draht. Ja, guck mal die erstmal an. Schönen Draht mit den Fingern in die Steckdose stecken. Das ist wie bei der Penny Challenge. Ja, kennst genau. Du? Die Alexa empfohlen hat. Ich habe da einen Podcast drüber gehört. Ja, das ist mein Podcast, den du drüber gehört hast, wo ich was über die Penny Challenge erzählt habe. Da kannst du dich als treuer Co-Pilot direkt mal den Link in den Chat reinhauen. So, und jetzt? I couldn't see anything obviously wrong with the machine. I figured it must be the wiring. Okay, I figured it must be the wiring. Was ist denn das da oben? Der Stecker? I used all my knowledge of electrical engineering to examine the plug. Seemed fine to me. Okay, hier oben ist der Stecker. Du hast gesagt, der Draht. Vielleicht dann irgendwie da ist. Was soll da passieren? Kapiere ich nicht. I replaced the fuse with a piece of wire. Ah. I knew it was dangerous, but I was desperate enough to disregard everything I knew about standard safety precautions. Excuse me, Mr. Leary. I fixed your glass washer, no problem. Ja, geil. And a blessing to all the saints. A free half pint to that man on the house. Now, could you take a look at the beer pumps? Oh ja, wir schauen uns gerne die Bierpumpe an. If you can't fix them, I'll have a riot on my hands. The pumps are in the cellar, right? Oh, die Pumpe ist im Keller. Yippie. Ja, geil. Find a flashlight down there somewhere. Okay. Oh, erstmal Bierkeller runter, geil. Naja, vertraut uns, wir können uns frei bewegen. Jetzt können wir bestimmt von außen die Klappe aufmachen. Jetzt muss alles durchsuchen. Aber guck mal, das ist ja hell. Hier ist was. I pushed the lever and heard the grating of metal, but nothing appeared to happen. Also jetzt habe ich dieses Gitter entsichert, würde ich sagen. Soll ich mal millimetermäßig abscannen? Ja, mach das. Ich sehe hier Bierfässer. Ich würde sagen, dass das das Einzige war. Ich kann nämlich, oder kann ich da weitergehen? Ja, ich würde sagen, das war das Einzige. Und ich würde sagen, ich kann jetzt rausgehen und kann von draußen das Teil öffnen. Hier ist nichts mehr.
Ist die Frage, ob das machen willst, einfach nur damit Licht reinkommt oder dass wir halt reinkommen nochmal heimlich, meinst du? Einfach nur, dass es kann. Guck, ich kann das einfach gehen, das sagt gar nichts. Aber die Bierpumpe geht immer noch nicht, oder? Nö. Jetzt die Frage, kann jeder Amerikaner eine Bierpumpe reparieren? Ja klar. Der kann doch sonst eigentlich auch der alles. Der Typ ist Jurist, der ist Anwalt. Wenn der es nicht kann, wer dann? Also. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche ein Erfolgserlebnis. I lifted the trap door and an overpowering smell of stale beer rose from the cellar below. I looked down on a stone-tiled floor, way too far to jump. Kannst du jetzt wieder reingehen? Weiß ich noch nicht. Ah, okay. Wer ist denn das? Excuse me. There was a nasty feeling in my guts I usually associated with light opera. It was Khan. What's the problem? Did you see what happened here a few minutes ago? What was that? A man was involved in an unfortunate accident. I didn't see anything. What about the boy? He doesn't know anything either. The kid, well, you know how it is in these rural communities. Not enough genes to go around. I prayed McGuire had the sense to keep his mouth shut. Was the guy hurt bad? He's been taken care of, but he thinks he dropped a small parcel. You didn't happen to find it. Ah, das liegt da unten drin. If I had, I would have taken it to the police. Of course. Thank you. Okay. Warte mal, man kann hier sterben in dem Spiel, oder? Ja. Ich speichere jetzt. Wahrscheinlich können wir umgebracht werden. Ja, ja. Ich speichere jetzt mal ganz kurz. Achtung, ich muss mal kurz hier ran, Christian. Es ist ein bisschen eng hier auf dem Schreibtisch. Spiel 6. Mhm. Ich einfach mal. So, jetzt. Okay, also ich kann hier nicht runter, oder? It wasn't my nerves that stopped me jumping. Okay, dann gehe ich doch da noch mal rein. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Licht. Und vielleicht finde ich jetzt das Päckchen da drin. Im Bierkeller. Meinst du den Hotspot im Bierkeller, der da war? So, lass mal runter im Bierkeller. Ach so, irische Fiedelmusik, die ist auch immer geil. Keller in der dunklen Ecke. Im Irish Pub gibt es auf jeden Fall immer auch guten Cider. Ja? Guck mal, aber yes! Strongbow gibt's da. Strongbow sieht lecker aus da unten. Then I noticed a flash of light. Something sparkling beneath the open trap door. Ah, da liegt was, ja. Also, der Heimfell ist ein Adlerauge, hey. It was Pegram's gem, all right. Pegram's Edelstein. A large, uncut blue stone. Ungeschliffener blauer Stein. As I held it aloft, I realized ungeschliffen sind die ja fast nichts wert. I guess I was already under its spell. Okay. Did you find it? What? Whatever you was looking for. Yeah. Listen, McGuire. I want you to keep this to yourself. No problemo. Just chuck us up a greater ladder. No way. You're not old enough. We can sell it and make some cash. Forget it, kid. I couldn't betray Mr. Leary's trust. I could, for sure. That old misery guts deserves Geil. It. If you want to do me a favor, keep a lookout for that guy in the suit. Okay. But it'll cost you a packet of chips. Okay. Okay. Oh, and shout if you see that Ferrari. Ah, okay. Was haben wir hier unten sonst noch alles? Schauen wir das mal an. I searched the trash, wir brauchen ja noch irgendwas, um mal diese Burgmauer zu überqueren, oder? Ja. Vielleicht so ein Wischmopp hier. Putzmittel damit. Mal jetzt schön kleine Animationen. Was ist das da an der Wand, dieser Hebel? Den haben wir schon gezogen, um das zu entriegeln. Okay. Weißt du, da haben wir dieses Teil entriegelt. Was ist das hier oben? Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Waschbecken? The faucet creaked, coughed and spewed out a stream of rusty colored water. Farbenes Wasser. Lecker. Aber wie in Irland viele rothaarig sind, ist es halt Irland. The carton was damp and soggy. Useless. Okay, da ist leider gar nichts dabei, was wir brauchen können. I looked among the cleaning materials, but saw nothing Schade. I could use. Das Wasser läuft. It was a rusty faucet. Haben wir hier irgendwas, was wir damit benutzen können? Das Handtuch vielleicht. Oh, das können wir verstopfen, hä? Nimm das Handtuch, verstopft das, dann gibt's eine Überflutung. Klassiker. Ah, guck mal.
Okay, Und sagt, da hängt ein Seil über dem Brett. Über dem Brett. Ich sehe kein Seil und kein Brett. Hier ist ein nasses Handtuch. Ich sehe hier kein Seil. Und da ist auch kein Hotspot da oben. Wir haben ein nasses Handtuch. Vielleicht können wir damit irgendwie drüber klettern. Schau es gerade nochmal. Ansonsten. Ja, kein Problem. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Bierfass? Nö, auch nicht. Ich probiere jetzt mal über diese Mauer zu klettern. So. So, also da hinten was, gell? Okay. Also irgendwie müssen wir jetzt da drüber kommen. Handtuch. Team Handtuch. Nasses Handtuch jetzt? Ja klar, das haftet. Das hat eine klassische Haftwirkung. Also ist da noch irgendwo... No. No. Ist da noch irgendwo ein anderer Hotspot? Oh, ja, hier? Eben an der Hand? I pushed my fingers into the narrow crack. Okay, warum haben wir den vorhin nicht gesehen? Der war noch nicht da wahrscheinlich. Der ist ja gerade dazugekommen. Ich glaube, wir haben halt nur oben gesucht und nicht unten. Kann ich es jetzt aufstemmen irgendwie? Macht er jetzt ein Loch da rein? I inserted the end of the lifting key in the mortarless crack and ja. Gave it a firm shove. Und jetzt einfach Hebelwirkung. Wall, jutting out to form a step. Wie eine Trittstufe. Ah, okay, geil. Juhu! Hey, Spider-Man. Ja, geil. Ich finde das Comic-Animation. Kooperation mit Marvel. Geil, immer. Oh, fuck. Ziegenbock. Grumpy Ziege möchte ein bisschen. Ich kann mit ihm sprechen. Ich kannst du mit ihm reden, ja? Ja, geil. Hey, Billy. The animal fixed on me with an evil glare. Behind the malice and resentment, there was a cool intelligence. How you doing, boy? I felt as threatened as I'd been by the assassin and his goons in Paris. Aber er hat halt auch so diese satanischen Augen über die Ziege, gell? So, was ist denn hier? Ziegen sind auch... Bin ich jetzt tot? Nee, oder? Alter. Ja, was ist jetzt los? Okay, ich dachte schon. Ah! Oh, mein Herz ist auf der anderen Seite. Das ist wie bei... so wie bei It Takes Two, wo der Riesenkäfer uns immer vermöbelt hat. Okay, also nicht nach links gehen, außer du hast die, wahrscheinlich kommt er da auch angerannt. Ja, genau. Das heißt, wir müssen den erstmal irgendwie loswerden. Okay. Oder dem irgendwas geh geben. Mal, ich gehe mal nach vorne hier, vielleicht geht es da noch was anderes. Vielleicht da noch ein bisschen weiter vorlaufen. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall findet er uns nicht lustig. Ich guck mal, was ist das? It was a rusted piece of iron. Maybe part of a plow or something. Da ist ein Pflug. Da ist die Monsterziege. It was the fiercest, meanest looking old goat I'd ever laid eyes upon. Bei mir in der Nähe, da gibt's einen Ort, der heißt Bretten. Und da gibt's so einen kleinen Tierpark. Das ist, glaube ich, ja, was Privates irgendwie. Die haben einige Tiere, wie keine Ahnung, so ein kleines Känguru und so. Aber vor allem haben die halt so Tiere, die es halt auch in Deutschland heimisch gibt. Also da gibt es Rehe. Und die große Attraktion und auch die Ursache für viele Kindheitstraumata sind die Ziegen. Da gibt es nämlich ganz viele Ziegen und die Ziegen sind nicht aggressiv, aber sie sind total aufdringlich. Und da erlebst du so Szenen, da fahren Familien mit Kinderwägen durch und dann ist der Kinderwagen voll mit Ziegen. Da siehst du Frauen oftmals, die fliehen, weil die Ziegen so aufdringlich sind. Da siehst du Ziegen,
die bei Frauen, die irgendwie lange Haare haben, oder auch bei Männern, aber meistens haben eher Frauen lange Haare, dann wirklich einen kompletten Zopf im Maul haben. Das ist wirklich ein Horrording. Und von meinen ganzen Freunden, die hier so aus der Region kommen und auch aufgewachsen sind, da erzählen viele von ihrem Ziegentrauma, weil sie als kleine Kinder in diesem Ziegenpark waren und dann einfach irgendwie verstört wurden. Und da passt halt das, finde ich, voll geil dazu. The goat's movements were restricted by a halter. Ja, jetzt nicht mehr. Bei uns ist, wir gehen jede Woche einmal in den Zoo bei uns in der Nähe und da ist ein Streichelzoo. Und dann kannst du von außen beobachten, wer ist da zum ersten Mal und ist so blöd und geht mit Futter in der Hand da rein. Und die Ziegen, die kennen halt keine Gnade. Und die Leute sind total verzweifelt. Und wenn du da einigermaßen Profi bist, lässt du halt alles draußen und gehst rein, dann sind die ganz entspannt. Aber sobald die halt irgendwas riechen, hängen die alle an dir und ja, dann. Ich kann die blenden, die Ziege, oder? Nee. Also hier ist eine Stange, siehst du die? Mhm. Und da ist die Ziege dran. Und diese Stange schränkt jetzt auch die. Hast du irgendwas im Inventar, was du mit der Ziege machen könntest? Handtuch. Ja, Handtuch über die Augen. Nasses Handtuch. Ja, der Heimfisch schreibt auf, lädt mit dem Handtuch eine Ziege Stierkampf spielen. Es ist eine Stierziege. So, jetzt. Was ist denn ein geiler Name für eine Ziege? Bertram zum Beispiel. Okay, benutze Ziggo. Ziggo ist aber Umgangssprache für Zigarette, oder? Okay, ich kann nichts mit der ich kann mit dieser Ziege nur sprechen. Ich kann hier diese gruselige Schmiere vielleicht mal draufgeben. Und es gibt dieses Teil da hinten noch. Kann ich da vielleicht irgendwas mit dem Handtuch machen? Vielleicht mit der Taschenlampe blenden? Habe ich schon versucht. So. Ich gehe nochmal zur Treppe zurück und schauen wir, was es da gibt. Vielleicht noch ein Stein oder irgendwas. Wir kamen von da, oder? Ja, von da oben sind wir gekommen. Okay, ich schaue mir das nochmal an. Ah, nee, ich will nicht drüber klettern. Okay, ja. Also, gehen wir nochmal rein. Okay, ich komme hier runter. Und was gibt's jetzt hier? Hier kann ich nur zurück. Hier kann ich nur zurück, hier auf der rechten Seite. Ja, das ist dasselbe hier. Ja, das ist immer noch dasselbe, glaube ich. Hier gibt es ein paar Steine, ein paar Lose, da kann ich nichts tun. Hier. The top of a ladder rose out of the squarely dug hole. Okay. Kann ich da vielleicht dieses Handtuch drauflegen? Muss der abdecken? Die Ziege sieht's nicht, stürzt dann rein. Aber ich möchte ja nicht verletzen. Du hast gesagt, dieses Seil hängt an der. Ist es an dieser Wanne dran oder ist es an diesem Metallrohr? Hier ist so eine Metallstange. Kannst du diese Metallstange bewegen? Ich habe keinen Hotspot hier. Warte, ich stehe nochmal auf, vielleicht geht's dann. Hier ist kein Hotspot. Hier ist kein Hotspot. Hier ist dieses. Dieses Steindings. Hier hinten ist kein Hotspot. Hier ist ein Hotspot. Und wenn du dahin läufst, erwischt die Ziege dich auch. Yes. Ich kann aber vielleicht mal hier so in der Wand. Vielleicht mich so hinterschlängeln. Komm, jetzt schnell. Jetzt will er nicht laufen. Handtuch, Ziege, Stierkampf haben wir probiert. Rechts geht nicht, links geht nicht. Was war denn Wandern? Okay, das hast du ja schon probiert, oder? Ich probier's nochmal. Da ganz links noch ein Hotspot irgendwo? Ne, hier ist dieser. Hier ist das. Ich guck's nochmal. It was a rusted piece of iron. Maybe part of a plow or something. Okay. Kannst du damit irgendwas machen? Also ich kann das anklicken. Dann kommt die Ziege. Und dann gibt die Ziege. Kannst du jetzt links weiterlaufen, jetzt wo du da schon liegst? Dahinter? Ja. Probier's mal. Ne, er geht immer vor. Okay. Ich weiß nicht, was ich da noch tun kann. Aber. Also, wir haben dieses. Ich kann es gar nicht genau erkennen, weil das so klein ist. Hey. Jetzt muss ich auch mal näher dran kommen.
Hä? Mhm. Ne, hier ist diese Ziege. Ey, die sieht auch so richtig böse aus, diese Ziege, oder? Und die ist auf dieser linken Seite hier, an diesem, was weiß ich, ob es ein Metallrohr ist oder ein Stock. Sieht aus wie ein Holz. Ja, da ist die festgemacht. Hier hinten ist noch so eine Art Hütte. Da ist nichts. Es gibt das hier. Das ist ein Hotspot. Das ist dieser, dieser Metallpflug. Right. Das ist dieser. It was a rusted piece of iron. Maybe part of a plow or something. Ich kann jetzt nicht hier weitergehen, weil jetzt geht er hier raus. Und dann haut er mich wieder hier rein. Mhm. Das heißt, ich kann nicht in den Bereich gehen. Und du kannst auch nicht in den rechten Bereich, aber wir müssen in einen der beiden Bereiche. Ja. Warum auch immer. Weil anderes geht ja dann nicht. Naja, warum auch immer, wir müssen da runter halt. Ja. Ich probiere es nochmal hier. Ah, ich muss gerade an Dings denken. Kennst du noch, erinnerst du dich noch an der Dick? Mhm. Da gab es eine Stelle, wo wir auch verzweifelt sind. Das war da, wo die Maus war, gell? Wo wir dieses Vieh gefangen haben. Mhm. Diese Ratte. Hab ich's gehasst. Ja, es ist. Irgendeinen Punkt müssen wir hier auch erwischen. Oh, siehst du, es hat schon immer die Polizei gerufen. Wegen der Ziege. Ja. Ja, aber. Kannst du eigentlich Polizei und Feuerwehr unterscheiden oder Krankenwagen? Da gibt's irgendwie so ein. Diese Ziege sieht so böse aus. Ich spreche nochmal. Ich spreche nochmal mit der Ziege. Vielleicht lass sie verhandeln. Hey, Billy. The goat responded with a cool and penetrating stare. Okay, ich kann dieses Handtuch vielleicht auf dem Flug drauflegen. Das geht nicht. Ich kann das Handtuch nicht da drauf legen. Aber vielleicht einen anderen Gegenstand. Aber ganz ehrlich, ich habe diese Lampe noch. Ich würde sagen, mit der Lampe kann ich durch die Ziege einfach blenden. Einfach hier mal so Luke Skywalker-mäßig hier mal. Das also ich muss dazu kurz was sagen. Ich habe jetzt mal gegoogelt, ohne eine Lösung haben zu wollen. Einfach mal, ob andere das Problem auch haben. Ja. Und ich bin dabei auf das Ziegenpuzzle gestoßen. Das ist doch aber, ist das Ziegenpuzzle nicht dieses Rätsel, dass du drei Ziegen und drei Kohlköpfe hast und drei Wölfe, die mit deinem Kanu irgendwie übers Wasser fahren musst? Das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall steht hier das Ziegenpuzzle, auch bekannt als das berüchtigte Ziegenpuzzle, ist die berüchtigte Ziege, die elende Ziege und die Ziege von Loch Mane oder einfach die Ziege. Ist ein Puzzle, was 96 im Abenteuerspiel Broken Sword vorgekommen ist. Und ich überspringe gerade mal. Es wird oft als schwierig erklärt, weil der Spieler anders herausgefordert wird als bei früheren Rätsel. Es wird auch von verschiedenen Spielern und verschiedenen Veröffentlichungen als eines der schwierigsten Videospielrätsel aller Zeiten bezeichnet. Das Puzzle wurde in vereinfachter Ausführung in der Schatten der Templer 2009 im Director's Cut. Aber wir spielen das Original. Genau. Also es ist, also nicht wundert, dass wir es nicht sofort schaffen. Es ist das schwierigste Rätsel aller Zeiten. Oh ja. Und ja. Hat jemand eine Idee? Also ich habe keine Idee. Handtuch, Stierkampf hatten wir schon. Ich könnte das Handtuch. Ich habe eine Idee. Ich benutze den Edelstein. Ja. Mit der Lampe? No way. Auf gar keinen Fall. Ich benutze den Edelstein. Aber jetzt macht er gar nichts mehr. Ich benutze die Lampe mit dem Edelstein. Ja. That is not a good idea. Ich hab eine Idee. Ich benutze den Elektroschocker mit der Ziege. Nee. Geht auch nicht. Aber ich könnte diesen Edelstein nach der Ziege werfen. Ja, naja, ich habe keine Idee. Hey, Billy. The goat responded with a cool and penetrating stare. Okay. Hast du einen Tipp? Ich habe einen Tipp, ja. Ich habe ihn jetzt hier rausgefunden, aber. Okay. Also, du musst auf die rechte Seite versuchen, zur Leiter zu kommen. Ja. Und wenn die Ziege dich wegstößt, musst du sofort auf das linke Teil klicken. Auf diese. Wer jetzt direkt draufklicken, bevor die Ziege zurückgeht. Und dann huscht er schnell vorbei, während die Ziege zurückgeht. Okay. Das ist ein Geschwindigkeitsgame. Also du gehst rechts lang und jetzt direkt links draufklicken auf den Hotspot. Und dann rennt er vorbei.
Alter. Ach, da kommst du doch niemals drauf. Nee, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Niemals. Und jetzt habe ich den eingeklemmt. Ja, jetzt ist der Strick eingeklemmt und jetzt kannst du rechts vorbeigehen. Oh Gott. Das ist echt absurd. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Alter, das ist aber echt fies. Jetzt musst du auch nach unten gehen, oder? Ja, ja, ich habe falsch geklickt. Ey, aufgeregt. Das ist aber ein doofes Rätsel. Das ist echt ein blödes Rätsel, ja. So, okay. Sollen wir runtergehen? Ja, hier runter. Aber ist auch fies. Ich meine, die arme Ziege. Was ist das jetzt, diese Ausgrabungsstelle? Ja. Das berüchtigte Ziegenrätsel. Mich würde interessieren, wie lange das Spiel noch geht. Haben wir das fast durch jetzt oder gibt es noch viel? Kann man nachfragen, wie viele. As I dipped my fingers into the soft white powder. Also wir haben jetzt Paris, wir sind jetzt in Irland, das waren die ersten zwei Stationen. Ja. Danach kommt offiziell nochmal Paris, dann kommt Marib, dann kommt Spanien, dann kommt nochmal Paris, dann nochmal Spanien und dann Schottland. Okay, dann schaffen wir das heute nicht. Also nee, da sind wir noch, glaube ich, relativ weit von entfernt. I reached into the sack, but it was empty. The only object on the table which interested me was a small sack. Okay, es gibt einen kleinen Sack. Was ist denn hier vorne noch? Der ist aber leer. I reached into the sack, but it was empty. Das Rätsel war mega gemein, Heimpöhl. Also so Timing-Rätsel erwarte ich nicht in einem Adventure. Was gibt's denn hier noch? Eine Tür? Die kriege ich nicht auf. I tried in vain to move the panel. Okay, aber ich schaue es mal an. Behind the altar was a carved panel. Decorated with animals, birds and plants. Okay. Hier in der rechten, der linken Seite. There was a pattern of five holes arranged on the wall. They'd been drilled there deliberately. Okay. Kann man hier was reinstecken? Für einen Finger vielleicht. I placed my fingers and thumb into the holes. Okay, aber clever. Fünf Löcher, fünf Finger. Okay, was gibt es denn hier sonst noch? Hier oben sind wieder lockere Steine. It was a handful of plaster. Ach, guck mal, ja, ich hab Gips gefunden. Okay, was machen wir mit dem Gips? Den können wir doch jetzt irgendwie hier benutzen für den Abdruck von der Platte. Ja, genau. Dann kann ich die ja nass machen mit dem Handtuch. I tried in vain to move the panel. Ah, jetzt hat er die Tür versucht zu bewegen und ich musste den Gips mit der. Okay. That is not a good idea. Okay, aber ich kann jetzt das nasse Handtuch nehmen und kann sagen. Ich kann das nasse Handtuch nehmen und mit dem Gips? Sagen, ja, für die fünf Löcher hier, mach die mal nass. Nee. Mhm. Ich kann den aber Gips. Aber wenn nehmen, du das Handtuch mit dem Gips kombinierst? Das ist not a good idea. Okay, gib mir den Gips. Jetzt probiert er wieder dran zu drücken, oder? Ich weiß nicht. Ah, geht nee, auch nicht. Und den Gips mit dem Handtuch kombiniert. No way. Also ich habe jetzt Gips. Ich kann damit irgendeinen Abdruck machen, oder? Was ist denn hier unten noch? The only object on the table which interested me was a small sack. Okay, ich habe hier. Kannst du den Gips vielleicht in den Sack machen und dann mit dem Handtuch Wasser ausfringen? Also damit der Gips sich da drin mischt? That is not a good idea. Schade. Okay, sonst habe ich aber auch nichts Spannendes mehr. Ich kann die Taschenlampe nochmal hier benutzen. Ich kann den Edelstein hier vielleicht einsetzen. Der läuft immer hin und her und sagt gar nichts. Aber irgendwas muss da drin noch gehen. Kann nicht sein, dass das alles schon war. Das irritiert mich mit der leeren Tüte.
Dann ich dieser Abdruck. Da war, ja, da haben wir gequatscht. Ich glaube, da war der Gips drin. Ach so. Ja, aber dass da immer noch der Sack jetzt so rumsteht und dass man da nichts machen kann mit. Er hat halt eine Handvoll Gips rausgenommen. It was a handful of plaster left in the castle by Pegram's archaeology team. Mhm. Okay, aber du hast doch... Was war das in der Mitte? Das ist das nasse Handtuch. Und das ist rechts das ist der Gips. Okay. Ein paar feuchte Stellen. Das Handtuch ist fast trocken. Vielleicht muss ich es nochmal nass machen. Ja. Da gehe ich mal zurück in die... Muss in den Keller wieder gehen. In den Keller, ja. Oh, da lässt sich aber Zeit, der Kerl, ja? So. Ja, wie lange wollen wir noch machen? Gucken wir mal, dass wir hier noch ein Rätsel irgendwie ja, lösen. Ja, würde ich sagen, lass uns noch ein Rätsel lösen und dann machen wir Montag weiter. Montag kann ich. Genau. Ja. Aber wird eine anstrengende Woche nächste Woche. Viele Veranstaltungen irgendwie. Und nehme mir mal diese M&M's bitte weg. Ja, sehr gerne. Ist ganz schlecht davon. Aber lecker sind die schon. So, also. Wir müssen einfach durchgehen, weil wir vertrauenswürdig sind. Ja, geil, oder? La 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 la. So, also. Jetzt mache ich mal das Handtuch nass. Ah, ich habe es nicht richtig genommen. Jetzt. Feuchte Handtuch. Und entweder müssen wir es den Gips... Ich glaube, wir müssen das Handtuch dann aber in der Ruine benutzen. Aber ich kann es gerne mal ausprobieren. Geht jetzt direkt was, nasses Handtuch mit Gips? Maybe not. Okay, aber dann gehe ich jetzt direkt hoch und schmier mal mit dem nassen Handtuch irgendwie die Stelle an und mach dann Gips drauf. Ich liebe es, einfach nur hin und her zu laufen. Voll gut, oder? Ey, der läuft zu langsam. Man kann das auch nicht überspringen. Nee. Aber brauche ich so Express-Modus. Da. So, jetzt aber. Hobby Hop. Zielstrebig klickt Wolfgang den Weg an. Der Protagonist bewegt sich teils auch zielstrebig, teils entspannt. Wie der kleine Junge vorhin gesagt hat, du bist halt schon ein bisschen älter. Also der Protagonist. Ich glaube, das ist der Protagonist, aber jünger ist als ich. Was ich übrigens im Spiel auch cool finde, ist die Musik. Mhm. Denn die haben immer auch, wenn es irgendwelche coolen, aufregenden Szenen gibt, haben die auch immer entsprechende Musik. Und iMuse. Weiß ich nicht so. Googlest du schon? Mhm, klar. Ja, nee, aber iMuse war ja von Dings. iMuse war ja von LucasArts oder Lucasfilm. So, jetzt, also, aufpassen, Christian. Nasses Handtuch benutze mit dem Teil da. Ach, verdammt. Und? Bitte. Nee, vielleicht doch in die Tüte rein. Nasses Handtuch mit Tüte. Ja. That is not a good idea. The towel had dried out and ist schon wieder trocken. Damp. Ich kapier's nicht. Er läuft echt entspannt dafür, dass er nachts das Handtuch in der Hose hat. Vielleicht gefällt's ihm. Jetzt ist das Ding schon wieder fast trocken. Mir fehlt eine gute Idee. Ja. Jetzt ist das Teil schon wieder fast trocken. Was machen wir denn da? Der hat das Ding nass gemacht. Wir haben hier so ein komisches Relief. Okay. Behind the altar was a carved panel decorated with animals, birds and plants.
Okay. Und wir haben hier, nochmal anschauen. I placed my fingers and thumb into the holes in the wall. Steckst du deine Hand rein? Ich weiß es nicht, ob ich meine Hand da reinstecken würde. There was a pattern of five holes arranged on the wall. They'd been drilled there deliberately. Ja. Was gibt's hier denn sonst noch? Ist da irgendwo ein Hotspot? Hier ist so eine Art Engel. Hier oben ist nichts. Hier oben hängen ein paar rote Bananen. Hier an der Seite ist eine Statue. War da nicht unter der Statue rechts gerade so ein kleiner Hotspot? Hier. Da drunter? Ja, links? Aber das andere links? Nein, nee, das ist die Tür. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Okay, das habe ich verwechselt gerade. Naja, ist die Tür. I tried in vain to move the panel. Okay, ich scanne hier nochmal alles ab. Hier ist so eine Art Podest, aber das ist kein Hotspot. Die Leiter hier ist auch kein Hotspot. Hier oben geht's wieder raus. Was haben wir denn in dem Raum schon alles gemacht? Wir haben den Gips aus der Tüte da geholt. Ja. Was war links mit den fünf Löchern? Das ist irgendwie. Warte. There was a pattern of five holes arranged on the wall. They'd been drilled there deliberately. Also das sind fünf Löcher reingebohrt in die Wand. Und er hat auch schon seine Hand reingesteckt, seine Finger und seinen Daumen. Und es passiert nichts. Keller war kein Eimer, mit dem man den Gips anmischen kann. Ich habe keinen geschaut, aber ich würde nochmal den Keller reingehen, weil ich glaube, das nasse Handtuch hat eine Bedeutung. Wir können das nasse Handtuch, so wie es ist, nicht hierher transportieren. Da trocknet es einfach. Okay. Und diese blöde Tüte, die können wir nicht nehmen. I reached into the sack, but it was empty. Okay. Ist noch irgendwas auf dem Boden, was wir benutzen können, was wir nicht sehen? Das ist auch der Sack rechts, gell? Das Teil ist der Sack, ja. Und darunter? The only object on the table which interested me was a small sack. Komm, probier mal. Hey, komm hier. Ich gebe dir mal das Touch. Ich hab mal das Touch. Das erste Mal, dass ich so ein Spiel steuern darf. Ja, wow, geil. Ja, das ist Premiere. Das erste Mal, dass du ein Spiel... Stimmt eigentlich. Ja, Christian, warum spiele ich denn die ganze Zeit? Keine Ahnung. Jetzt spielt er über dem Christian. Macht der Gewohnheit. Also wenn es jetzt läuft, dann liegt's an dir. Wisst ihr warum? Und wenn nicht, dann auch. Also meine Hände sind es nicht. Ich bin unschuldig. Ja genau, Christian, mach du das doch mal. Kannst du das Touchpad auf die andere Seite stellen von deinem... Da musst du weniger verbiegen. Das geht schon. Oh, ist das cool, mal zuzugucken, wie sowas funktioniert. The only object on the table which interested me was a small sack. Ja, fünfmal nacheinander das gleiche hört. Ja. Ja, dir fällt auch nichts Besseres ein, Heimfe. Und mir auch nicht. Also mir fällt nichts Besseres. Oh, ist das mega entspannt, hey, mal zuzugucken, wie das abgeht. Guck mal, ich kann jetzt mal ein Foto von dir machen, Christian. Ah, Hammer. Oh, guck mal, dass du das erste Mal hier spielst. Mega. Ja, jetzt weiß man, wie das ist. I placed my fingers and thumb into the holes. Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Aber nothing nichts happened. Geschieht. Okay. Oh, ich bin gerade eingenickt. Sind wir weiter? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen hier irgendwo weiter. Also hier gibt es noch so eine rote Banane. Das finde ich ja ganz schön dubios. Eine rote Banane? Da an der Decke oben. Was soll denn das sonst sein? Ich weiß jetzt auch nicht, was das sein soll, warum hier eine rote Banane ist, aber es ist eine rote Banane, oder? Das ist echt so ein kleiner Mangel an Hotspots, aber... Oh, da ist was zum Aufheben, guck mal. Alter, was ist da? Was ist das? Oh, eine Statue. Ist zu schwer, ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht. Hast du diese Statue da vorhin gesehen? Nein, natürlich nicht. Es war eben Zufall, dass da dieser Zeiger kam. Das sieht man doch nicht! Stein aufstelle, bemerke ich, dass er einen kleinen Löcher in den Sand hinterlassen hat, okay?
Ey, jetzt habe ich einen Hotspot. Man sieht doch hier diese Statue nicht, oder? Die ist doch in der. Das ist doch eine Chamäleon-Statue. Ich stecke meine Finger in die fünf Löcher, der runter von Stein gelassen hat. Echt komisch, sie passen perfekt. Also, das heißt, das hier unten sind die fünf Löcher auf der linken Seite. Jetzt musst du die Gipsabdruck machen. Jetzt muss ich den Gips da reinmachen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und jetzt brauchst du Wasser. Cool. Ey, das ist Zufall. Ich bin diesen Screen jetzt, der ist ja super klein, irgendwie 10-mal abgefahren und einmal war ein Pixel da. Vorher war der nicht da, das schwöre ich. Das wird ja aber aussagen. Ja, dann hol mal Wasser. Habe ich doch hier im Handtuch. Ist da noch Wasser drin? Ein bisschen. Wenn er ganz fest presst, kommt da vielleicht 2 Tropfen. I squeezed the towel as hard as I could. Aber es ist fast gar nicht feucht. Also muss ich neues Wasser holen, oder was? Ja, würde ich sagen. Du musst dich halt beeilen. Aber der läuft so langsam. Also muss ich jetzt wieder zurück und Wasser holen? Ja, ja. Ach, ist das schön. Haben wir vielleicht ein Safe-Game mit Handtuch nass? Nee. Ach was, was soll da passieren? Okay, ich meine, die Ziege kann sich losreißen und uns einfach auffressen oder so, aber... Aber jetzt weiß man, wie das ist, Christian. Wenn man den ganzen langen Weg hier immer... so gehen muss und dann klicken muss. Das geht aber aufs Handgelenk. Ja, wahrscheinlich wird das Handtuch trocken, während er hier drüber klettert oder so. Du musst dich beeilen. Du musst schnell klicken. Guter Klickpfad. Klickflow. Du hast es bei mir jetzt gesehen, wie man es macht. Und jetzt einfach guter Klickpfad und dann richtig in den Klickflow reinkommen, also richtig gesagt. Und dann läuft die Sache. Ja. Falsch rum, nee. Was machst du jetzt? Nicht be- Oh! Abbrechen. Abbrechen. Was willst du machen? Ich wollte... Speichern. Links, 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 links auf das X. Natürlich wollte ich nur speichern, falls wir beim Handtuch holen sterben. Okay, jetzt muss was eintippen hier. Komm, darfst tippen. Darf ich tippen? Ja, du musst tippen. Ich steuere nur weiter. Okay. Ey, das ist halt wirklich Team. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man die Szenerie überspringen kann. Jetzt kriegst du auf Speichern. Das haben wir noch gar nicht getestet. Nee. Kann man aber nicht. Nee, du kannst nur Cutscenes überspringen. Jetzt hast du mal echt eine Angst gemacht, ey. Ja, so ein bisschen Adrenalin ist ja auch nicht schlecht, ist ja noch früh. Ich bin über 40, ich vertrage das einfach nicht so gut. Die Musik im Pub ist schon ganz gut. Ja. Also der kann ganz gut damit spielen, dafür, dass der so betrunken wahrscheinlich ist. Oder deswegen spielt er so gut. Ich glaube, das gibt sich so die Hand einfach in Irland. Okay, einmal war hier übrigens keiner. Nee, da steht nix. I shut off the faucet as tight as I could, but also it kept on Tipp. Dripping. Ja. Du musst ihn wieder aufdrehen und dann das Handtuch rein. The faucet creaked, coughed and es ist Physik einfach. Out a stream of rusty colored water. So, und jetzt schnell klicken. Aber nicht verklicken. I held the towel under the faucet and soaked it with water. Oh, ein schöner Ei, der nasse Lapper in die Hose, hä? Huh? Wenn ich jetzt ankomme, der sagt, es ist wieder trocken, dann... Dann hast du zu langsam... Dich kurz aus. Christian, dann musst du es nochmal machen, aber schneller. Nee, sonst ist es leicht, weil sonst machst du das, dann kann ich immer sagen, du warst zu langsam, aber heute... Das ist voll gut, ey. Warum haben wir das denn von Anfang an heute so gemacht? Nächstes Mal spielen wir dann mit Teamviewer und ich übernehme dann deine Maus. Aber das wird wahrscheinlich, voll gut ballern, was so die Performance angeht. Aber Performance können wir. Also was wir an technischen Geräten haben, das ist High Performance. Ja, der Technik wird es hier nicht scheitern. Wenn nicht, nehmen wir die PlayStation 5 einfach. Die für mein Geschmack liegen hier auch viel zu viele Kabel überall. Ist doch alles Wi-Fi hier. Nee. Nur das Touchpad und die Tastatur. So, aber jetzt komm. Bisschen beeilen, Christian. Also ich habe bisher kein Delay gelassen. Ja, ist schnell runter, schnell. Ah. Also ist ein bisschen schade, dass der Zeiger immer weggeht, während er eine Szene macht. Ja. Dann kann man ihn nicht beschleunigen. Ja. So, jetzt aber, komm. Handtuch, Loch. Zack. Handtuch. Ah, das ist falsch geklärt. Ah, du musst das Handtuch nochmal nehmen. Jetzt hol den Gips wieder raus. Okay, jetzt. Jetzt. Und, ja! Yay! Okay, geil. Schnell bin ich was quickly absorbed by the plaster. Und jetzt? Mal rausziehen.
schon fest. Aber ich habe gelernt, es gibt Plaster halt. Was wusstest du denn? Das gibt's Plaster heißt auf Englisch. Nee, das wusste ich auch nicht. Okay. Let's do the magic. The hardened plaster cast fitted snugly into the five matching sockets. Ich würde sagen, jetzt kannst du die Tür öffnen. Soft thud. Then silence. 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 Die Tür geht auf. The door is opening. Da muss man erstmal drauf kommen auf den Quatsch. Ja. Ja, geil. Und jetzt? Darkness. Okay, aber Taschenlampe dabei. Richtig, richtig, richtig gut. Okay. Farmfossen. Nico's Apartment. Boah, das war ein ganz schöner Cut jetzt, hä? So, where did you stay last night? At McDevitt's. I got to drinking with Doyle and a couple of the guys. That explains why you look so ill today. Did you get any sleep at all? Not much. I had to share the room with another guy. Did he snore? Hardly. He was dead. Then Leary woke me in the middle of the night to help bail out the cellar. The cellar was flooded? Yeah. Some idiot had left the faucet. And you say P. Graham has disappeared? Without a trace. But my visit wasn't a complete waste of time. Wenn du sehen, was gesagt hätte, wenn zugedreht hättest. Hast du die Wahl, gehabt, hinzuzutreten? Die Graham's Gem? The Templar's Gem. Whoever Jacques Marquet is, he's in for a disappointment. Jacques Marquet? He's the guy who should have collected the gem from Fitzgerald. Okay. I've been reading about P. Graham in this magazine. Ja, geil. Dann kann man cool. Irland einen Haken machen, oder? Ja, dann sind wir jetzt wieder zurück in Paris und Irland ist... The media got its claws on. Irland is gone. Yeah, if I was his agent, I'd get him to lose the pipe. Yeah. Ah, guck mal. That dig must have been pretty important to him. He resigned his chair at Durham University to go to Ireland. And now he's disappeared. Ich finde, das haben die so schön gemacht mit der Grafik. Das ist echt ziemlich cool. See what you can find out about Professor Pegram. I'll speak to the university. What are your plans? I want to find out who, what, or where Montfaucon was. All I've got to go by is the name and a picture of a hanged man. Mhm. Also komm, lass uns die Dialoge noch durchmachen, dann passt es. So what do you know about Professor Pegram? I've seen a television program, Pegram's Past. He's written a book, The Crusader Families of Ireland. Von Irland. Let's take another look at the manuscript. Oh ja. Oh je. Aber sollen wir uns das alles noch reinziehen oder nächstes Mal? Nee, jetzt machen wir das nächste Mal. Würde ich auch sagen. Das können wir uns jetzt eh nicht mehr merken. Ja. Machst du noch ein Savegame? Ja, ja, klar. Ich gehe nochmal aus dem Dialog. I can't sit here all day, much as I'd like to. Okay. Don't forget to look for Lobino at the Kroon Museum. And why don't you see if Rosso has heard anything? Okay. Yeah. Anything else I can do for you while I'm out? Shopping, a trip to the laundromat? Just take care of yourself. Oh, guck mal, sie macht sich Sorgen um ihn. Also schreibt dir aber bitte auf, dass wir nächstes Mal am Anfang direkt nochmal mit Nicole sprechen. Dass wir diesen Dialog nochmal durchziehen. Okay, ich speichere. Ah, ich überschreibe einfach das Spiel 7 gleich nochmal. Okay. Ja, gut. Dann hätten wir es für heute, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Hat vor allem Spaß gemacht, jetzt nach über einem Jahr mal zusammen mit dir im gleichen Raum zu sein. Stimmt, ja. Das ist ein Highlight. Also, sollten wir öfter machen. Ja, wird leider ein bisschen schwieriger, weil du wohnst ja bald noch ein bisschen weiter weg von mir. Ja, aber die Reisezeit ist die ähnliche. Das stimmt. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, kann man das schon sagen, dass wir bald aus unterschiedlichen Ländern senden? Nö. Oder ist das noch ein Geheimnis? Ist ein Geheimnis, aber können wir sagen. Können wir sagen.
Genau, ihr könnt ja mal spekulieren. Genau, der Christian, der zieht nämlich im Sommer in ein anderes Land und dann werden wir offiziell hier im Stream aus, ja, multinational. Ja, ich glaube, der Wolfgang wird dann neidisch, weil in jedem anderen Land ist das Internet besser. Ja, und im Winter muss ich dann den Stream machen. Und im Winter wird die Sonne auch besser sein bei dir. Was wir heute noch machen, ich glaube, wir spielen noch ein bisschen It Takes Two, glaube ich. It Takes Two, ja. Ja, also wir haben irgendwie ein bisschen Blut geleckt und ja, vor allem, weil die Story so absurd und ist. Die Käfer, die uns verprügelt haben, die müssen wir noch ein bisschen zurückprügeln. Also ganz die Wespen. Also wir haben vorhin gespielt und dann kamen wir zum Baum, da war eine geheime Tür, da haben wir geklopft und da haben so eine Art Guerilla-Eichhörnchen drin gelebt. Und diese Guerilla-Eichhörnchen haben uns erstmal in die Verhörzelle gepackt und dann haben sie uns folgende Geschichte aufgetischt. Die Guerilla-Eichhörnchen führen einen Krieg gegen die Wespen. Und sie haben versucht, die Wespen mit einem Spion zu unterwandern. Dieser Spion hat einen Wespenroboter gehabt und wollte mit diesem Roboter, das war eine Wespenkönigin, die Macht über die Wespen erhalten. Und dann ist ihm diese ganze Macht zu Kopf gestiegen und daraufhin ist der Spion inside of the Wespenkönigin Roboter übergelaufen. Und da mussten wir es die Wespen erledigen. Also, die Story ist Ist eigentlich ganz einfach, ja. Was machst du denn heute noch einfach? Genau, was machst du heute noch einfach? Zack, Delay. Meinst du eigentlich, Jan Delay hat seinen Namen wegen Verzögerung im... Nee, ich glaube, Jan Delay heißt so, weil er eher früher ein bisschen langsam war, weil er so viel gekifft hat. Ich mache hier nochmal die... Aber recherchier doch mal, Christian. Es ist die Bildungs-, der Bildungsstream heute. Vielleicht noch zocken. Was wird dann gezockt? Komm, jetzt sind wir... Ein bisschen Mario Kart üben. Ein paar Strecken, die du nicht gut kannst. Boah, da klingt... Aber wenn der Christian so überheblich ist, dann heißt das wahrscheinlich nur, dass er zufällig jetzt einmal gewonnen hat. Stimmt das, Christian? Nein, insgesamt liegt der Heimfeld immer noch vorne. Weil du hast mir einmal gesagt, der Heimfeld, der ist schon ganz gut. Das sagte Christian. Neulich hast du immer mal gewonnen. Und gesagt, echt viel trainiert und habe ich gewonnen. Das hat sich schon gut angefühlt. Mhm. Da hatte ich einen guten Moment. Oder der Kollege Heimfeld einen schlechten Tag irgendwie. Schlechte Tagesform. Ich habe das Gefühl, der Kollege hat immer ein bisschen mehr Schlaf als ich. Und wenn wir abends spät spielen, bin ich schon immer ziemlich kaputt. Und der junge Hüpfer ist noch wach. Ja, Mario Kart hört sich gut an. Mist, jetzt kann der üben. Tja. Hätte man nicht sagen sollen. Tja. Okidoki. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Habt noch viel Spaß beim Spielen. Und wir sind am Montagabend wieder da, so halb acht oder so. Zwischen halb acht und acht. Sind wir wieder remote unterwegs. Und da spielen wir noch ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Du hast das vorhin mal geschaut. Es gibt noch ein ganz schönes Stückchen Arbeit vor uns. Ja, wir hatten ja schon mal geguckt bei How Long to Beat. Ja, ich fand jetzt nur, dieses Mal fand ich es echt ein bisschen zäh. Ich fand es die letzten Male gefühlt viel, viel fluffiger irgendwie. Also, dass man gefühlt irgendwie viel fluffiger irgendwie durchgekommen. Da ist es. Was steht denn dran? 9,5 bis 10 Stunden bei How Long to Beat. 9,5 bis 10 Stunden, ja. Ja. Ja, schauen wir mal, was wir haben. Das war jetzt die dritte Session, das heißt, wir haben jetzt ungefähr 6 Stunden gespielt. Ja, dann haben wir vielleicht ungefähr die Hälfte. Ökidöki. Also gucken, wie es läuft, ja. Ja. Aber wird noch lustig. In diesem Sinne, bis die Tage. Guten Abend, viel Spaß bei Mario Kart. Ja, ciao. Ciao.